Hallo, liebe Zuschauer, ich begrüße euch zu den World Games auf dem C64 oder wie ich sie auch nenne, zu den peinlichen Spielen. Denn wie ich in der Probeaufnahme herausgefunden habe, ich beherrsche keine Disziplin mehr, doch vielleicht noch die mit dem Fässer überspringen, aber ansonsten bin ich da richtig, richtig schlecht geworden. Aber um euch das zu zeigen, dafür bin ich noch gut genug, werden wir einfach mal die einzelnen Disziplinen im Training antesten. Dann schauen wir mal, was dabei so rumkommt. Wenn er den zu Ende geladen hat. Hat er auch schon direkt. Ja, gehen wir direkt mal rein ins Practice. Practice One Events. Ich würde sagen, wir fangen an mit dem Weightlifting, mit dem, ja, Gewichte heben. Da kriege ich zumindest noch das Snatchen hin. Das ist aber, glaube ich, nicht das Reißen, oder? Ich weiß es nicht genau. Hier zu jeder Disziplin damals auch sehr schön eine kleine Beschreibung. Und natürlich, hier dieses Gewichtheben findet in Russland statt. Skull. Ruski. Gewichte heben. Ja. Wie auch immer. Das Fässerspringen findet übrigens in Deutschland statt. Typisch deutsche Sportart, das Fässerspringen. Which Event? Wir können jetzt auswählen zwischen Snatch oder Clean and Jerk. Das ist dann, glaube ich, Reißen und Stoßen. Und Snatch ist einfach nur heben. Ich weiß es nicht genau. Ich zeige euch jetzt einfach... Also russische Musik. Ich zeige euch jetzt einfach mal das Snatchen. Lass mal 75 Kilogramm, dann kriege ich das gerade noch hin. Ganz einfach, Joystick runter, Joystick rauf, Joystick runter, Joystick rauf. Komm, hast genug Luft geholt. Ja. Und dann nach oben, das ist mit 75 Kilogramm ja noch total einfach. Wenn gleich die weißen Lichter kommen, können wir es runterlassen. Yay! Da freut er sich. Unser Igor. Igor, hast du gut gemacht. Machen wir nochmal. Oh, ein paar Kilo mehr. Komm hier, machen wir mal. 125 Kilo. Ich glaube, dafür muss er dann wirklich vorher richtig Luft einatmen. Das ist nicht nur Animation. Ja, und jetzt hoch. Die Hände überprüfen. Dann hoch. Oh. Schade, Igor. Komm, Igor, machst du nochmal. Ach so, jetzt hat er keine Luft geholt. Das ist natürlich nicht so gut. Ah, Mist, 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 Mist. Einfach wieder zu früh hochgerissen. Muss warten, bis er das Gewicht umgelegt hat. Auf die Brust. Und erst dann darf ich hochdrücken. So, hoch. So, und jetzt... Oh, schade, schade, schade. Das machen wir aber nochmal. Jetzt will ich es wissen. Dann machen wir mal ein paar Kilo weniger. Komm, machen wir mal 110. 110 ist ja auch eine ganze Menge. So, runter. Hände überprüfen. Ob das wirklich spielerische Auswirkungen hat, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich tue aber einfach mal so. Ah, oh, Igor, was ist los mit dir? Dann wollen wir auch nicht mehr. Das war das Gewichtheben. Und jetzt geht's zum Joystick-Rütteln im Rhythmus der Beine. Wir gehen jetzt zum Fässerspringen. Barrel Jumping. Genau, hier. Wie ich schon gerade bemerkt hatte, eine typisch deutsche Sportart, dieses Fässer überspringen. Ich meine, das machen wir ja alle hier in Deutschland. Damit sind wir ja alle groß geworden, alle aufgewachsen. Das ist, wie es hier steht, seit über 300 Jahren wird es in Deutschland praktiziert. Natürlich dieses Fässerspringen. Und wo bitteschön ist denn dort Deutschland auf der Karte eingezeichnet? Pass mal bitte auf, wenn jetzt gleich der Globus wieder zurückkommt. Wo ist denn da Deutschland eingezeichnet? Das ist vielleicht Lettland oder Estland da oben in die Ecke. Nur mal gucken. Das gibt's ja gar nicht. Was haben sie denn dabei gedacht? Naja. Wie gesagt. Falsche Karte, falsche Sportart. Fußball hätte ich ja noch verstanden, aber hier Fässer überspringen. Einfach jetzt gleich, das kennt man schon von Summer Games oder von Winter Games mit dem Speedskating oder Rudern von Summer Games. Einfach in Rhythmus und natürlich die Musik. Du lieber Augustin, Augustin, Augustin. Ja, ist schon klar. Erstmal auswählen, wie viel Barrels. Erstmal zum Demonstrieren reichen 3. Ja. Da muss man schön im Rhythmus. Und dann im richtigen Moment abspringen. Und zur Landung dann nach unten drücken. Das ist alles. Ist noch einfach bei 3 Fässern, wird aber schon schwierig bei 5. Probieren wir das nochmal mit 5 Fässern. Da
komm hier direkt auf 10 Fässer hoch. Was soll das? Was soll der Geiz? Wahrscheinlich unmöglich. Na, dann machen wir vielleicht erstmal 7. Nämlich dann nachher das Problem, die Geschwindigkeit richtig aufzubauen und im richtigen Moment abzuspringen. Sonst crasht er nämlich in die Fässer rein. Aber das ging gerade nochmal gut. Ich glaube 8, 9 wäre auch noch möglich. Mit dem Tempo, was ich jetzt gerade drauf hatte. Aber 10 wird schon schwierig. Probieren wir trotzdem nochmal 10. Na komm, los geht's. Ja gut, da kratzt er sich schon am Kopf. Ist mir egal, du machst das jetzt. Yes. Guck mal, du hattest doch voll drauf. Du hattest doch voll drauf, Junge. Ich weiß gar nicht, wie viele Fässer man maximal einstellen kann. Dann rennt er wahrscheinlich weg. 20. Ich glaube nicht, dass das überhaupt möglich ist, 20. Selbst wenn man perfekten Anlauf hat, perfekten Absprung. So, jetzt sehen wir ihn das erstmal wahrscheinlich crashen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Also 14 wären möglich gewesen, wenn ich das richtig sehe. Dann probieren wir nochmal 13. Ja komm, jetzt erhöhe du mal auf. Profisportler erwarte ich aber ein bisschen mehr, ein bisschen bessere Einstellung. Ja, 13 geht. Also 13 ist ohne Probleme machbar. 14 kriegt man dann vielleicht auch noch hin. Ich zeige euch nochmal ganz kurz, was passiert, wenn man nicht abspringt. Dann rast er nämlich direkt schön in die Barrels rein, in die Fässer. Und legt sich da auch noch schön lang. Achtung, jetzt kommt gleich Crash! Naja, er hat's überlebt. Also 13 Fässer sind durchaus möglich. Interessant. Ja, 14 könnte man auch noch hinkriegen. 13, 14. Mal ganz kurz gucken, wo der Weltrekord liegt. Sea World Records. Noch gar nicht festgelegt. Na gut. Weiter geht's. Mit Cliff Diving. Das ist natürlich, wo sollte das sonst stattfinden? In Mexiko. Ja, Mexiko sind die ganzen Cliffspringer. Mal sehen, ob Mexiko richtig eingezeichnet ist in der Karte. Ja, es kommt sogar diesmal hin, in etwa. Das ist auch eher Kalifornien, aber na gut. Da war ich nie so der Profi. Ich weiß wohl, wie es funktioniert, so vom Grundlegen her. Einfach nur das Cliff runterspringen und dann im richtigen Moment eintauchen, wenn nämlich das Wasser oben ist, damit man sich nicht unten den Kopf stößt. Am Meeresgrund. Kommt sicherlich nicht so gut. Ich wähle erstmal die unterste aus, die unterste Plattform. So, das sollte doch gut gegangen sein, oder? Da kriege ich sogar 20 Punkte für. Okay. Das machen wir natürlich nochmal. Je höher man kommt, desto gefährlicher wird es natürlich. Ja. Oh, das war, glaube ich, nicht gut. Also, er ist tot? Nee. Puh, Gott sei Dank. Wie viele Punkte gibt es dafür? Gar keine. Machen wir nochmal von der Plattform aus. Hui. Ich weiß gar nicht. Wahrscheinlich gibt es auch umso mehr Punkte, desto später man in den Körpermodus reingeht. Das kann man sicherlich schon von ganz oben machen, in den Körpermodus reingehen. Aber dann stößt man bestimmt gegen die Wand. Probieren wir es mal von der höchsten Plattform aus. Ja, gar nicht so übel. 63 Punkte. Wobei ich jetzt natürlich keine Vergleichswerte habe. Er steckt den Daumen nach oben und da der Albatros freut sich. Machen wir das Ganze nochmal, dann zeige ich euch mal, was passiert, wenn man gegen die Cliffwand stürzt. Gegen die Klippenwand. Aua. Aua. In 3, 2, 1. Aua. Ja. Cliff Diving. Oh, ja, komm, Blut ist ein bisschen, das ist aber nicht schlimm. Stell dich mal nicht so an. Gut, schauen wir uns die nächste Sportart an. Wenn ich nochmal einen Schluck Wasser nehme. Ich
glaube, als nächstes kommt Slalom Skiing. Ja, Slalom Skiing. Da muss man jetzt eigentlich großartig nichts zu sagen. Bin nur mal gespannt, wo sie diese Sportart ansiedeln. Österreich, Schweiz, Frankreich. Man weiß es nicht. Ach, eine France in Chamonix. Ach, Slalom in Chamonix. Ja. Präsentiert von Continental. Wer ist denn da Frankreich wieder eingezeichnet? Das ist Polen. Ja. Epix war eine amerikanische Firma, oder? Das merkt man, glaube ich, ganz deutlich. Ja, wie auch immer. Auf geht's nach Chamonix in Frankreich zum Slalomski. Auch hier wieder durch die Tore durchfahren. Ich glaube, Slalom muss ich niemandem erklären. Das ist wahrscheinlich die einzige Sportart, die man wirklich kennt. Die wir auch wirklich so als Sportart anerkennen. Ja gut, jetzt vom Gewichtheben mal abgesehen, aber naja. Swiss Time, Best Time. Okay. Hui. Ah, spielt hier ein bisschen schwammig. Ach komm. Hoppala. Dabei habe ich doch das gelbe Trikot. Ja, das Tor verpasse ich wieder. Das ist gar nicht so einfach. Muss man aufpassen, dass man sich nicht langlegt. Das kann nämlich auch passieren. Ach so, jetzt geht's da weiter. Natürlich. Wenn man die Feuertaste drückt, kann man dann natürlich auch noch schneller fahren. Ist klar. Ja. Kriegt man eigentlich einen Bonus, wenn man alle Tore verpasst? Ach schön, mit seiner Zipfelmütze auf dem Kopf. Und, ist er zufrieden? 2 Minuten 56. Ach komm, das geht besser. 12 verpasste Tore, das muss ja jetzt nicht sein. Darf ich? Darf ich los? Danke. Das Tor erwischt man also so. Okay. Hier rüber und direkt wieder. Nein! Nein! Oh. Das machen wir gleich nochmal. Das fing so gut an. Was ist denn das für ein Typ da im Häuschen drin? Der sieht ja komisch aus. Und ganz links ist das ein Elefant mit einer roten Mütze. Merkwürdig. Ach komm schon, Mann! Naja, falsche Richtung gedrückt. Okay, lassen wir es sein. Keine üble Sportart. Das hätten sie mal bei Winter Games reinmachen sollen. Aber die Steuerung müsste ruhig ein bisschen direkter sein. Dann wäre es, glaube ich, auch nicht so schwierig. Aber dann wäre es wahrscheinlich auch wieder zu leicht. Macht Sinn. Was haben wir als nächstes? Lock Rolling. Ach, das habe ich nie verstanden. Das verstehe ich auch bis heute nicht. Da muss man irgendwie in die Richtung drücken, in die man läuft. Und dann, werdet ihr es gleich sehen, stehen zwei Typen auf dem Baumstamm. Und dieser Baumstamm ist im Wasser und Ziel ist natürlich, den anderen Typen runterzuhauen vom Baumstamm. Typisch kanadische Sportart. Wer bei Kanada zuerst an Eishockey denkt. Oder eventuell Curling. Nein, 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 das ist verkehrt. Log Rolling. Das ist die größte Sportart in Kanada. Ich brauche einen Schluck Kaffee. Log Rolling. Ich werde bekloppt. Gut, nach einer kleinen Ladeunterbrechung, mal ganz kurz, einmal am Ohr kratzen und dann geht's auch schon los. Wie gesagt, ich verstehe diese Sportart nicht. Ich weiß noch niemals, wer ich bin. Bin ich der Obere, der Untere? Vermutlich bin ich der Untere. Ist das jetzt gut? 3 Sekunden. Und das nochmal. Es passiert auch nichts. Es geht erst los, wenn ich was drücke. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Drücken wir mal hier in die andere Richtung. Ich drücke jetzt mal nach links. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Da kommt gleich noch so eine komische Sportart. Baumstammwerfen. Typische Sportart in Schottland. Hat er jetzt gewonnen und warum ist da ein Hai? Ein Hai in den kanadischen Wäldern, in irgendeinem See schwimmen Hai. Ja, ach, ich verstehe es nicht. Nee, hier nicht Button pressen. Ich will raus hier. Hallo.
Ich will nicht mehr. Let me go. Ja, total toll. Hat er wieder gewonnen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Freu dir doch einen Ast ab. Ja, das Publikum total ausflippt. Try again? No. Auf Wiedersehen. Ja, okay, das ist jetzt vielleicht eine der Sportarten, die ich so gar nicht mag. Wie gleich, jetzt gleich dieses Baumstamm werfen, was noch kommt. Das ist eh nicht kurios. Muss man, ihr werdet sehen. Kann man so gar nicht erklären. Aber erst einmal kommt Bull Riding. Da muss man in die Richtung drücken, in der der Stier läuft. Und wenn er dann stehen bleibt, muss man in die andere Richtung drücken. Bull Riding, natürlich typisch amerikanische Sportart. Und da wissen sie auf einmal, wo Amerika liegt, wenn man sich die Karte anguckt. Das wissen sie. Natürlich. Ja. Auch eine Sportart, die ich damals nicht verstanden habe. Lag aber auch daran, dass ja man keine Anleitung hatte. Dann musste man alles selbst rausfinden. Warum hatte man keine Anleitung? War leider nicht dabei in der Originalverpackung, die natürlich jeder hatte. Leider hatte ich auch den Kassenbon verloren, sodass ich keine neue Anleitung hier holen konnte. Egal, wir können uns auch einen Bullen auswählen. Gehen wir gerade ein. Ferdinand, Elmer, Bob, Tornado, Earthquake oder Joyce... Achso. Moment mal. Oh, das ist ja geil. Da konnte also ein zweiter Player konnte den Bullen spielen. Das ist ja super. Ich nehme mal Ferdinand. Ja, hey. 0,93 Sekunden. Also nochmal, in die Richtung, in der der Bulle läuft. Er bleibt stehen, in die andere Richtung. Das ist so blöde. Machen wir nochmal. Jetzt bleibt er stehen. Dann drücke ich nach unten, passiert gar nichts. Und das ist genau das, was ich damals auch immer hatte. Du bist da nie weit gekommen. Ich drücke es mal einfach mal in die andere Richtung. Kannst machen, was du willst. Das nochmal. Ich drücke einfach mal irgendwas. Ja, 0,93 Sekunden ist mein Weltrekord. Ja. Ich freue mich auf eure Antwortvideos, in denen ihr dann 0,94 Sekunden schafft. Sollte ja möglich sein. Kabatos, das ist dieses Baumstammwerfen. Das ist natürlich eine typische schottische Sportart. Ich meine, jeder, der schon mal in Schottland war, der weiß, da rennen die Leute rum, jeder hat einen Baumstamm dabei und die werfen die einfach so durch die Luft. Ja, und diesmal haben sie sogar Schottland gefunden in der Karte. Okay. Auch hier muss es wieder irgendwie im Rhythmus gehen und muss man aufpassen, dass man den Baumstamm nicht zu früh verliert und dann muss man ihn wegwerfen. Und der muss sich dann einmal um seine eigene Achse drehen, um seinen eigenen Achsenmittelpunkt. So würde ich es beschreiben. Ja. Immerhin ist die Musik cool. Ja. So geht's nämlich genau nicht. Ne. Mein Fuß verletzt. Komm, machen wir das gleich nochmal. Was passiert hier? Warum geht's nicht weiter? Wirf! Ich hab keine Ahnung. Angeblich muss man im Rhythmus der Beine. Schmeiß! Ja, bitte! Wie weit habe ich jetzt geworfen? 33 Fuß und 4 Zoll? Oder 33 Inches und 4 Zoll? Oder was? Dann machen wir gleich nochmal. Ja, das ist gar nicht so schwierig, wenn man es einmal drin hat. Muss man nur den Rhythmus hinbekommen. Ja, Junge. Wenn er natürlich so schnell fallen lässt, den Baumstamm, kann ich dir auch nicht helfen. Nochmal, nochmal. Ja, 33, 1 Strich, 10 Zoll. Wahnsinn.
Und schön tanzen kann er auch. Hat ein bisschen was vom bayerischen Tanzen. Vielleicht ist es auch eine Frau bei der Frisur. Ein bisschen was von Prinzessin Leia, die Frisur. So, einmal noch. Jetzt, wo ich es kann. Vielleicht sollte ich das auch werden im echten Leben. Oh, professioneller Boing, 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 Boing. Baumstammwerfer. Haben wir das auch gesehen? Letzte Disziplin, die jetzt gleich kommt. Sumo. Ringen habe ich auch nie verstanden. Gibt es auch bei C64 Wiki keine wirkliche Anleitung zu. Einfach nur, die Richtungstasten, die er drückt, lösen Bewegungen aus. Okay. Ich vermute einfach mal, Sumo ist eine typisch japanische Sportart. Könnte hinkommen. Ja. Japanese. Haben sie auch Japan gefunden auf der Karte? Mal gucken. Ja, das wissen die Japaner, wo Japan liegt. Ja, wo du werfen eine Atombombe und so. Ja, hi. Das wissen die Amerikaner. Wurde die erste Atombombe, die sie auf Hiroshima geschmissen haben? Die war ja eigentlich für Berlin gedacht. Mal Glück gehabt, dass der Krieg da schon vorbei war. So, Press Button. Und jetzt kann ich das auch machen, dieses U. Nee, kann ich nicht. Ich kann kein UU machen. Okay. Wer bin ich überhaupt? What the? Computer 84, ich 21. Okay, machen wir das nochmal. Auch eine Sportart, die ich nie verstanden habe. Ich mache jetzt Bum-Bum, also ich bin der Rechte wohl. Komm, drücken wir mal nach unten. Na komm, Computer, fang an. Jetzt kommt der Computer gleich und dann... Ich habe keine Ahnung, was dann passiert. Ja, komm doch runter. Okay, das ist es nicht. Immerhin ein Punkt mehr als gerade. Dafür hat er auch zwei Punkte mehr. Keine Ahnung, wie das ausgeht. Ja, Sumo, auch ganz tolle Sportart. Nee, danke. Das war's dann, glaube ich, auch schon von World Games. Alle Sportarten haben wir jetzt einmal gesehen. Merkwürdigerweise, das Fässerspringen gefällt mir am besten. Ist ja auch eine typische deutsche Sportart. Hier sind schon ein paar nette Sportarten dabei. Dieses Slalomskiing, das ist auch nicht schlecht. Können wir uns mal irgendwas angucken? Title Screen oder irgendwelche Abschlussfeiern? Nee, gibt's leider nicht. Egal. Das war World Games von Epix auf dem C64. Hoffentlich hat es euch Spaß gemacht. Mir hat's Spaß gemacht. Auch wenn ich die Disziplin teilweise nicht so gut kann. Naja, egal. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.